Hey Leute, da bin ich endlich mal wieder. Ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Aber womit das zusammenhängt und warum ich gerade hier nicht in meinem Bastelkeller sitze, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Also, ihr dürft gespannt sein. Bleibt dran. So, wir haben als Familie uns entschieden, umzuziehen. Wir sind jetzt hier in einer neuen Wohnung. Ihr seht hier im Hintergrund, alte Tapete ist runter, da neue Tapete ist schon dran. Dazwischen ist eine Menge Chaos. Und weil ich mit der ganzen Arbeit hier in der neuen Wohnung nicht dazu komme, am Auto rumzuschrauben, werde ich euch hier ein paar Handwerker-Renovierungsvideos zwischendurch mal präsentieren. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, und wie ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen gewütet. Wir haben zwar schon ein bisschen Tapete hier eingesammelt und eingemüllt, aber hier das ganze Chaos muss ich noch ein bisschen sauber machen, aufräumen, bevor es weitergeht. Da hinten muss noch Tapete dran und vorher wird hier ein bisschen sauber gemacht. Ja, ihr seht selber, Mordschaos. Da muss ich erstmal aufräumen. Also, wir beeilen uns mal ein bisschen. Es geht schneller so. Schon besser, oder? Na, da geht noch was, da geht noch was. Warte mal. So. Sieht doch schon viel besser aus. Also, jetzt ist alles sauber und jetzt geht es weiter hier hinten. Die Tapete, die muss noch vollständigt werden. So, und der Trick bei der ganzen Sache hier ist einfach mal genau die Anweisung hier drauf befolgen. Das heißt also einfach Paket auf, unterrühren, reinstreuen, 5 Minuten ziehen lassen und nochmal durchrollen. So, 5 Minuten sind rum. Ja, wir haben überall, wo wir tapeziert haben, Fließtapete verwendet. Da wird einfach die Wand eingepinselt und nicht die Tapete auf einem Tapeziertisch, sondern man nimmt den Kleister an die Wand und kann direkt die neue Tapete, die Fließtapete, trocken an die Wand bringen. So, Update, wie weit bin ich gekommen? Ich mache mal langsam hier den 360-Grad-Schwenk. Dann könnt ihr sehen, dass einfach überall frische, neue Tapete an der Wand ist. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist einmal hier unten der Rest von dem Teppich, der hier noch drin lag. Der Rest wurde habe ich schon rausgeschmissen. Hier wird dann später nochmal gestrichen oder gesprüht. Ich versuche mal Wandfarbe zu sprühen, ganz frisch. Da wird hier die Heizung nochmal gestrichen, die Türen und so. Die werden auch nochmal neu lackiert und jetzt gehen wir rüber in die Küche und gucken mal, was uns da erwartet. Ich habe hier, wie ihr seht, die ganzen Hängeschränke schon abgebaut. Da waren noch zwei Lampen, die verbaut waren. Das ihr gesehen habt hier, das war ganz easy zu lösen. Hier einfach die drin, die Klemmen aufmachen, Kabel rausziehen, fertig. Ja, wie gesagt, hier Schränke sind weg und hier, ja, Fokus ändern. Mach ich ein bisschen heran. Kann man es jetzt sehen? Ja, hier, da stand vorher auch. Schrank mit Arbeitsplatte ist auch weg. Da oben, Gardinen sind weg. Es ist einmal alles durchgesaugt, was hier mit Spinnweben rumging. Das war auch nicht ohne, ich will nicht. Und Samstag wird der Rest der Küche hier abgeholt. So, wieder mal ein kleines Update. Es ist hier strahlend weiß, wie ihr seht. Vorhänge sind weg. Ich habe die Eckenkanten alle mit Acryl abgedichtet, geglättet. Die ganzen Nähte an den Ecken und Kanten und ich habe schon zweimal gestrichen. Zum Thema Streichen gibt es das nächste super Video, denn, was heißt super Video, denn ich habe mal was Neues ausprobiert und zwar, kann man sehen hier, da, ein Kasten, ich habe nicht gepinselt, ich habe gesprüht und wie das Ganze funktioniert hat, ob das funktioniert hat, das erkläre ich euch dann nächste Woche im nächsten Video. Und hier in der Küche, die Zeile ist mittlerweile weg, abgebaut und verschenkt. Ich habe jetzt hier, da sieht man noch die Fenster, die Kacheln alle abgeschrubbt. Und dann werde ich gleich hier mit Heizungslack, sag ich schon, mit Fliesenlack das Ganze mal ein bisschen aufhübschen. Ja, was kann ich euch zum Thema Fliesenlackieren verraten? Zum einen, es dauert sehr lange, man braucht dafür viel Zeit, aber es ist auch nicht allzu teuer und nicht sonderlich schwer. Ihr müsst das Ganze ordentlich reinigen. Das Ganze muss vorher, bevor ihr irgendwas macht, richtig sauber sein.
Als zweites wird das Ganze angeschliffen. Alle Fliesen werden angeschliffen. Dann müsst ihr das Ganze mit Aceton reinigen, damit es wieder sauber und staubfrei ist. Dann wird grundiert mit einer Grundierfarbe, alles streichen. Und anschließend, Schritt Nummer 5, mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal lackieren, damit ihr ein schönes Ergebnis habt. Ich kann euch sagen, das Ergebnis ist schön, kann man sich angucken. Lohnt sich die Arbeit, man muss nur die Zeit dafür einrechnen, das Ganze reinigen, mehrmals streichen, braucht halt seine Zeit. Ja, den Podestbau hätte ich mir vielleicht ein bisschen leichter machen können. Die Idee war halt, den hohen Raum, die hohe Decke auszunutzen, indem wir unten am Boden viel Stauraum schaffen. Und deswegen habe ich das Ganze nochmal 40 cm höher gelegt, die ganze Wohnfläche. Darauf haben wir jetzt unser Ecksofa, den Sessel. Die Schubladen habe ich auf Rollen gemacht. Wir können also unter der ganzen Podestlänge jetzt auf Schubladen von 1,70 m unsere ganzen Kisten und Krempel reinpacken, den wir so nicht brauchen. Die können da unten reingestellt werden, werden komplett unter das Podest geschoben und sind so verstaut. Die Schubladen sind vorne abgeschlossen mit den Treppenstufen. Die kann man an die Seite nehmen, um dann an die Schubladen zu kommen. Ja, und im Schlafzimmer gibt es für uns alle ein großes Gemeinschaftsbett, ein Familienbett nennt man das. Wir schlafen alle zusammen zu dritt in einem Hochbett. Meine Frau kann auch drunter stehen, ich nicht mehr, aber ich zeige euch jetzt, wie es gebaut wurde. Und zwar, ich habe hier an den Wänden solche Stempel angebracht. Da sind 10 Schrauben, die jeweils in die Wand gehen. Zwischen diesen beiden Klötzen habe ich ein Brett verschraubt und verspannt, an dem die ganze Konstruktion aufgehängt ist. Denn das Ganze ist freitragend. Unten drunter ist keine Stütze, die an den Boden geht. Nur an den Wänden habe ich diese Stempel angebracht und einen Balken an der Wand, auf dem das Ganze aufliegt. Und die Treppe haben wir mit einem Kallax-Regal von IKEA realisiert. Da kann man noch was verstauen. Es muss oben die Fläche ein bisschen verstärkt werden mit einem Brett, was man auflegt. Ansonsten dieses Leichtbaumaterial von IKEA ist nicht so belastbar, nicht zum Drauftreten gedacht. Ansonsten sieht das wirklich sehr gut als Treppe. Und jetzt ein paar Bilder mit Vorher-Nachher vergleichen. Es ist nicht immer 100% dieselbe Perspektive, aber ich denke, ihr könnt den Unterschied erkennen. Ja, das war es also mit dem Video. Ihr wisst jetzt, wie wir wohnen, was wir alles gemacht haben in dem vergangenen Jahr, woran das gelegen hat, dass wir so wenig Videos produzieren konnten. Bis gar keine Videos. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt ein bisschen gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.